Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 189. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mod von Herrn Klaas an genau derselben Stelle. Hoppala, was ist hier los? An genau derselben Stelle wie in der letzten Folge. Der einzige Unterschied, ich habe zwischendurch mal den Speicherstand neu geladen hier. Deswegen ist der Trailer, den wir hier in der letzten Folge abgesattelt haben, bereits verschwunden. Nur als kleine Hintergrundinformation für euch. So, ich nehme euch wieder mit auf einen kleinen Solo-Ausritt. Hoppala. Da kommt der Kollege mit einer Ladung Flüge. Eine Ladung Flüge. Den Jeep lassen wir auch noch vorbei. Das Moped hier auch. Das ist Snowcat. Was ist das noch? Na, weiß ich nicht, ich hab's nicht erkannt. Keine Kamera auf dem Helm gehabt, war es wahrscheinlich nicht Snowcat. So, ja. Wir haben, boah, weiß gar nicht genau wie viel, knapp über 60 Lehrmeilen vor uns. Bei der letzten Tour hatten wir übrigens einen Durchschnittsverbrauch von 6,2 Meilen pro Gallone. Vielleicht mal als kleinen Hintergrund oder mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich werde es wahrscheinlich eh vergessen, von daher. Gut, man kann es ja erstmal probieren. Man kann es ja erstmal probieren. Ja, wir fahren jetzt hier auf den Highway, nicht auf den Highway 101, auf die US 101. Richtung ja, Oxnard vorbei, besser gesagt zur Firma Chevron, also die Firma Chevron gehört zwar zu Oxnard, aber liegt halt etwas außerhalb. Warum gar nicht die Spur wechseln, sehe ich. Oh, das bleibt dreispurig. Mal sehen, wie lange. Ja, einiges an Leermeilen in der Tat. Aber es lohnt sich. Ich konnte das Schild nicht lesen, tut mir leid, am besten Willen. Stand wahrscheinlich sowas wie Achtung, die rechte Spur führt zum Dings. Ne, hier kommt dasselbe wieder. Kommt wieder so ein Schild. Es ist in Amerika, wir müssen nicht rechts fahren. Wir dürfen, aber wir müssen nicht. Wird sowieso zur Exit Lane hier die rechte Spur. Ihr seht, das ist jetzt so ein Abfahrt Oxnard. Lassen wir aber links bzw. in unserem Fall rechts liegen. Fahren jetzt noch ein paar Meilen weiter bis zur Firma Chevron. Da laden wir dann. Ah, Trommelwirbel! Propangas, genau. Propangas. Diesmal aber die Light-Version, sage ich mal, nur 31.500 Pounds, also nur 14,3 Tonnen. Nur in Anführungsstrichen. Und letzte Tour war ja auch über 40.000 Pounds, ne? Waren 18, paar zerknetschte Tonnen. Diesmal die Light-Version, wie gesagt.
Arizona unser grobes Ziel? Müssen wir mal schauen hier. Die rechte Spur geht ab. Ja, bleiben wir auf der 101. Das wäre hier rechts, wäre Kalifornien 126. Das ist mir fremd, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir hier bleiben. Hier nochmal eine Oxnard-Ausfahrt. Ich wage mal zu behaupten, dass wir hier jetzt rechts rüber können. Und ich wage zu behaupten, dass die rechte Spur jetzt zu Ende ist. Gut, dann Stefania, so wie zu dem Thema. Ich dachte vielleicht, dass die rechte Spur dann zur Exit Lane wird für die Ausfahrt, die jetzt gerade vor uns ist. Aber ich sehe gerade, das ist gar keine richtige Ausfahrt, sondern man kann sogar rechts abbiegen hier. Wer jetzt sagt, Mensch, Stefania, du hast doch gesagt, beim Rescale wollten sie das hier ändern, dass es solche Kreuzungen nicht mehr gibt. Ja, aber nur auf Interstates. Das war ja keine Interstate hier, das war ein Highway, ein Freeway, Verzeihung. Nee, Highway war das. War halt nur mehrspurig ausgebaut. Und das ist auch ja das gleiche, so wie es bei uns Bundesstraßen gibt, die vierspurig sind und eigentlich autobahnähnlich ausgebaut sind. So gibt es sowas hier auch halt. So, unsere Tour. Da ist er. Chevron Propangas, Holbrook, Arizona, unser Ziel 1,96. Da rollt der Rubel. Guck ich mal spaßenshalber, was wir für Trailer zur Auswahl haben. Ach, das wäre dann die Langversion. Wollen wir die Langversion fahren? Nee, ich bleib meinem Stil treu und nehme die original hier vorgeschlagen werden. Ja, dieses Wirrwarr hier, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das Navi will uns nämlich über den recht spektakulären Weg nach Arizona schicken. Ein Weg, mit dem ich so jetzt nicht einverstanden bin. Ja, der will da irgendwie hier California 14 hoch und dann California 58, Barstow, vorher nur ein kleines Stückchen Interstate 5. Relativ kompliziert macht er sich das. Viel abbiegen, also richtig abbiegen an Kreuzungen. Und das kostet sehr viel Zeit. Deswegen habe ich mir da von vornherein schon eine andere Tour rausgesucht. Einen Streckenverlauf. Aber jetzt koppeln wir erstmal den Auflieger an. Ah, nee. Ein bisschen weit nach links gekommen. Ah, der sieht schon besser aus. Na? Jetzt müssen wir noch ein Stückchen vorfahren, manchmal. Abrissprobe, jawohl. Funktioniert. Na dann, wie wir sagen. Ups, falsche Seite. Hier steigen wir in der Regel aus, ne, als Fahrer. Schläuche lassen wir mal ab. Kurbeln wir mal die Stützen hoch hier. Einmal frei. Ja, den Rundgang sparen wir uns mal. Es ist sowieso, geht ja keine Lampe kaputt hier im Parksimulator. Das wäre noch der Hammer, oder? Wenn man hier Lampen wechseln müsste.
So, steigen wir mal ein hier und gucken mal auf unsere Karte. Weil da stellen wir nämlich jetzt erschreckend fest hier. Das Gekurve meine ich hier. Das ist. Oh. Und dann hier noch ein Stück auf die Interstate 15, dann fährst du hier wieder runter und dann auf die. Nee, das können wir auch einfacher haben. Das dürften eigentlich nicht viele Meilen Unterschied sein. Jawohl, 679 zu 642. Das sind quasi 38 Meilen Unterschied oder 39, ne? Das ist, das gefällt mir schon besser. So, wenn wir uns jetzt mal den Streckenverlauf hier angucken, das ist schon wesentlich komfortabler gemacht. Hier Interstate 1, 2, 3. Die US 101 vor, das wird wir, können wir hier quasi mit Tempomat drinnen lassen auf die Interstate 5. Hä? Ist Tinte gesoffen oder was? Ich glaube, sie haben das Kreuz hier hergebaut haben. Und dann über das Kreuz hier und dann einfach die I-10 straight vor nach Phoenix. Passt schon hier. US 60 bis nach Showlow. Das wird nochmal ein kleines Abenteuer hier, aber ich denke mal, das können wir. Das ist 20 mal besser hier, wie hier vorne das Geurchel. Das ist, wie gesagt, 30 Meilen mehr. Das ist jetzt eigentlich so der Bringer. Ich denke mal, wenn du hier drei rote Ampeln hast, hast du die Zeit schon wieder drin, die du hier für die 30 Meilen mehr brauchst. Ganz kurz einen Blick auf die Fahrzeit. 3 Stunden 16 ist nämlich nicht mehr sonderlich viel. Peilen wir mal, würde ich sagen, könnte man ja schon fast sagen, wir lassen das Kreuz hier wirklich aus und machen hier Pause. Oder kommt hier was auf der 10? Da kommt nämlich ewig nichts. Da kommt hier hinten. Kurz vor Ehrenberg. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Unter diesen Voraussetzungen würde ich jetzt mal sagen, wir lassen das Kreuz in der Tat aus und fahren so, wie es das blöde Navi uns gesagt hat, von vornherein. Nicht, weil ich das besser finde, wie gesagt, wirklich nur wegen den Rastplatz hier. Wobei, da könnte man auch hier runterfahren. Ach, fahren wir so. Das klingt nach Plan. So, wir nullen wieder unseren Meilenstand und unseren Kilometerzähler, unseren Trip. Und dann geht die Fahrt hier los. Hier haben wir auch lange nicht mehr geladen, sind immer bei Chevron, die Firmen, das Firmenlayout ist immer das gleiche bei Chevron, sind wir immer dahinter gefahren in der letzten Zeit, ne? So, und hier ist keine Schwelle. Kannst du Gas geben. Und die Firmen haben so riesen Schwellen und so riesen Absätze drin, wenn es auf ihr Firmengelände geht hier. Fliegt hier die Kaffeetasse und der Eis- und Aschenbecher hier bis ins Bett drin. So, das wird jetzt natürlich ein Gaudi hier, ja, das wird ein Gaudi. Wird doch nichts hier. Stehen wir morgen früh noch. Können wir Oxnard-Pause machen vielleicht. Mal, was von rechts kommt, da reicht es ja, wenn die linke Spur frei ist. Immer auf die linke Spur fahren. Aber links, was von links kommt, da sollten eben schon beide Spuren frei sein. Ein bisschen hier. Und noch ein Stück vortasten. Hier sehe ich, das erste ist sowieso eine Rechtsabbiegerspur. Dürfte ja nichts passieren. Das könnte sich jetzt hier nur noch um Stunden handeln, ja. Was gibt es zur Ladung zu sagen? Oh, jetzt wird frei. Nee, jetzt muss die Ladung mal hinten anstehen. Der ist auf der linken Spur, der von Ochse fährt zu. Und so
sogar so weit frei, dass man gleich auf die rechte Spur fahren könnte. Das ist ja traumhaft, das ist ja quasi... Ja, es dauert eben ein bisschen, da muss man Geduld haben, aber irgendwann gibt einem der Simulator doch eine Chance noch rauszufahren. Ja, zur Ladung selbst, was haben wir geladen? Ich hatte es schon erwähnt, Propangas 31.500 Pounds, 14,3 Tonnen gerechnet. Soll hier von Oxnard in Kalifornien nach Holbrook in Arizona gebracht werden. Distanz beläuft sich auf 642 Meilen. Distanz beläuft sich ja wie gesagt auf 642 Meilen, umgerechnet 1033 Kilometer. Fahrzeit um die 17 Stunden, laut Navi. Also wahrscheinlich doch nur... Du hast Platz da drüben, ja. Also wahrscheinlich eher so 15 oder so, keine Ahnung. Und Vergütung, ja, ganz wichtig, Vergütung. Wie gesagt, wir hatten ja etliches an Leerfahrt, das mache ich natürlich nicht für 1,20 Dollar pro Meile, ganz im Gegenteil, wir verdienen hier 1,96 Dollar pro Meile. Summa summarum, für diese Tour kriegen wir 1360 Dollar. Ja, zieh raus, gib Gas, aber nö, doch nicht, ne? Bleibst du drüben. Ja, erwartet wird das Ganze am Sonntag bis spätestens 23.30 Uhr. Sprich am morgigen Spieltag. Da wahrscheinlich unsere Fahrzeit sowieso vor 23.30 Uhr zu Ende ist, müssen wir quasi so an die Sache rangehen, dass wir morgen spätestens am Ende der Fahrzeit die Sache über die Bühne gebracht haben. Das können wir, denke ich, mal so festhalten. Ach, hier geht es wieder in den Rasthof rein. Hier, lass mich mal rüber. Und das machen sie extra hier Slow Lines hier für LKWs, wenn es berg hoch geht. Und hier müsste die mittlere Spur wechseln, damit du nicht hier in den Rasthof reinfährst. So optimal ist. Mag ich auch bezweifeln. Ja, und die Tour, wir haben sie ja eben in der Karte kurz gesehen. Führt uns jetzt den Highway 101 vor bis zur Interstate 5. Quasi Richtung LA. Auch wenn hier jetzt LA in der Abfahrt dran steht, wir wollen ja jetzt nicht nach LA reinfahren, sondern wir wollen ja jetzt, wir fahren ja nur Richtung LA zur Interstate 5. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Die Interstate 5 geht es dann nach Stückchen nach Süden und dann geht es gleich schon wieder auf die Interstate 10 Richtung Osten. Ehrenberg, Phoenix, die Richtung. Und dann fahren wir noch ein bisschen US 60 und die 77 über Sholow nach Holbrook hoch. So, ich glaube, jetzt verlassen wir hier den Highway 101, die US 101, Entschuldigung. Jawohl, hier steht dran, rechte Spur, Interstate 5, Richtung, ne, East steht gar nicht dran, aber San Diego, LA steht dran. Ach komm, ich habe gesagt, hier können wir wahrscheinlich Tempo mal drinnen lassen, also lassen wir jetzt auch drinnen. Und es geht, es geht. Pauschal würde ich jetzt mal die linke Spur hier bevorzugen. Genau deshalb
Exit only nach LA. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das sowas, dass irgend sowas kommt. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass die rechte Spur frühzeitig zu Ende ist, aber war ja nicht der Fall, von daher alles okay. So, hier kommt jetzt die Abfahrt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich eins weiterfahren bis zum Interstate-Kreuz, wo es dann auf die 10 geht. Wir cutten quasi das Interstate-Kreuz und fahren hier jetzt diese Abfahrt runter, weil, ihr habt es ja schon gehört, unser Fahrer ist müde, wir müssen uns eine Möglichkeit suchen, Pause zu machen. Ups, sehen wir hier noch ein bisschen Straße, ja. Das ist schön, wenn wir hier nicht anhalten müssen. So, tanken werden wir auf jeden Fall nicht. Erstens haben wir noch reichlich Kraftstoff. Zum einen und zum anderen fahren wir jetzt nach Arizona. Da ist der Kraftstoff billiger wie hier in Arizona. Wir dürfen tatsächlich 55 Meilen pro Stunde fahren. Wer hätte das gedacht? Ja, aber hier nicht mehr. Wow. Ich glaube, wo wir hier Pause machen können. Also hier links rein wahrscheinlich. Alles frei, sehr schön. Ach, das ist ein komisches Modell hier. Ah, nutzen wir gleich hier die Gunst der Stunde. Gibt es hier einen richtigen LKW-Parkplatz, den ich ja auch relativ spät im Spiel erst entdeckt habe. Aber jetzt, wo man einmal entdeckt hat, nutzt man auch. So, ich weiß, wir haben noch ziemlich weit, ziemlich viel Platz nach links, aber soll uns jetzt mal nicht stören. Prima, okay. Dann machen wir jetzt mal unsere Pause hier. Jetzt ganz schön viel Platz noch. Licht aus, Päuschen. So, und ich würde jetzt mal sagen, wir sind zwar noch relativ früh in der Folge, aber trotzdem würde ich ganz gerne die Folge an dieser Stelle beenden, weil ich bin jetzt auch am Ende einer Aufnahmesession. Das heißt, ich möchte ungern während der Fahrt das Spiel beenden, weil sonst müsste ich wieder auf den Highway neu anfahren und so. Das, ihr kennt das ja sicherlich. Und deswegen beende ich am Ende einer Aufnahmesession die Folgen ganz gerne im Stand. Ja, das wäre jetzt der Fall, das bietet sich gerade förmlich an. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir trotz alledem mal gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält, und in der nächsten Folge fahren wir dann hier feuchtfröhlich weiter Richtung Arizona. Dann sind wir wieder voll on Tour, Meilenschruppen ist da angesagt, bis dahin sage ich mal Fatschen rechts. Grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.